Also hier haben wir die lange Liste der Venedigs, und man kann sich eben wirklich fragen, ob es eine zweite Familie in Deutschland gibt mit einer derart eindrucksvollen und eben 200-jährigen demokratischen Tradition. Es beginnt natürlich auch bei den Venedigs, wie überhaupt in Deutschland, wenn wir über Demokratie sprechen, mit der Französischen Revolution. Der Jurastudent Michael Venedig, dessen Eltern innerhalb der Kölner Stadtmauern einen Bauernhof betrieben, beteiligte sich im Dezember 1789, also eben als Auswirkung der Französischen Revolution, an gewaltsamen Protesten im Geiste der Revolution vor der Kölner Hauptwache, die dann aber dort von der Regierung brutal niedergeschlagen wurden. Michel, wie er sich aus Begeisterung für das Nachbarland nannte, wurde verletzt und musste sein Studium unterbrechen, konnte es dann erst 3 Jahre später, 1792, in Bonn fortsetzen. Sein politisches Engagement hatte also bereits, wie wir ja auch schon bei anderen späteren Vertretern der Familie gehört haben, seinen Preis. Also das demokratische Engagement war damals eben durchaus risikobehaftet. Es bestimmte aber auch sein weiteres Leben. Bei dem demokratischen Engagement aller Venedigs, würde ich sagen, spielen neben ihren politischen Überzeugungen auch immer natürlich der Zeitgeist und kontingente Ereignisse eine wichtige Rolle. Als am 8. Oktober 1794 die französische Nordarmee Bonn besetzte und die klerikale Herrschaft in Kurköln beendete, stellte sich Michel Venedig der neuen Regierung zur Verfügung. In verschiedenen Positionen arbeitete er für sie und warb auf zahlreichen Veranstaltungen für eine linksrheinische oder cisrhenanische Republik nach dem Vorbild der berühmten Mainzer Republik. Später dann auch für den Anschluss dieser Gebiete des linksrheinischen Deutschland an Frankreich. Venedig sympathisierte mit den Jakobinern und gründete in Köln verschiedene Vereine, deren bedeutendster der sogenannte konstitutionelle Zirkel als eine frühe demokratische Partei modernen Stils, wie das Axel Kuhn, der Spezialist für diese Forschung für die deutschen Jakobiner ist, also eine frühe demokratische Partei modernen Stils. Natürlich nicht mit Parteiorganisationen, wie wir sie heute kennen, aber eben schon mit der Idee, dass eben eine Organisation, eine Partei für bestimmte politische Forderungen und Interessen eintreten muss und natürlich dadurch auch sich in den Widerspruch zu anderen Parteien begibt. Der noch nicht 30-jährige Michel Venedig war eine zentrale Figur in der demokratischen Revolution, reorganisierte Justiz und Polizei, bis dann der Staatsstreich Napoleons 1799 einen autoritären Umschwung brachte. Venedig zog sich daraufhin aus der aktiven Politik zurück und arbeitete hinfort als Anwalt, hielt aber an seinen politischen Zielen fest und verteidigte vor allem Arme und politisch Verfolgte. Michels Sohn Jakob, der zusammen mit seiner Frau Henriette im Mittelpunkt dieses Vortrags steht, war von Jugend an politisch engagiert und exponierte sich mehrfach in wichtigen Kontroversen und bei Weichenstellungen, also bei politischen Weichenstellungen seiner Zeit, sodass er als der Venedig mit der größten historisch-politischen Bedeutung gelten kann. In der folgenden Generation, das hat die Kollegin eben schon erwähnt, vertrat dann der Rechtsanwalt Martin Venedig von 1890 bis 1919 den Wahlkreis Konstanz als freisinniger Abgeordneter, also liberaler, linksliberaler im Badischen Landtag. War dort auch Fraktionsvorsitzender und 1913 bis 17 sogar Vizepräsident des Badischen Landtags. Im Ersten Weltkrieg wurde er im Gegensatz zu den meisten Zeitgenossen zum Pazifisten und engagierte sich dann in der Weimarer Republik an der Seite prominenter, bekannterer Pazifisten wie des Friedensnobelpreisträgers Ludwig Quidde oder Helmut von Gerlach in der Deutschen Friedensgesellschaft, im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und auch wiederum in der Demokratischen Partei. Gehörte also zu jener Minderheit, die die Weimarer Reichsverfassung bis zum Ende verteidigte. Seine 5 zwischen 1902 und 1920 geborenen Söhne waren alle politisch mehr oder minder stark engagiert. Hermann, der Zweitälteste, war wie sein Vater Mitglied im verfassungstreuen Reichsbanner, widersetzte sich 1933 als Assessor an einem Konstanzer Gymnasium unter Berufung auf seinen Amtseid gegen die Hissung der Hakenkreuzfahne und erklärte, unter dieser Fahne nicht als Lehrer arbeiten zu können. Aufgrund dieses Bekenntnisses von den lokalen Nazis verfolgt, floh er mit seiner Familie in die Schweiz, wo er bis 1942 als Asylsuchender ohne Arbeitserlaubnis und ständig von Abschiebung bedroht lebte und danach immerhin als anerkannter, von 1942 bis zum Ende des Krieges, als anerkannter Flüchtling Schutz bekam.
Nach der Befreiung kehrte er sofort nach Konstanz zurück und wurde als unbelasteter Schnellschulleiter und engagierte sich für Demokratie und europäische Aussöhnung. Sein älterer Bruder Hans wurde als SPD-Aktivist und Gemeinderat 1933 im März in Schutzhaft genommen, also Schutzhaft, konnte aber auch in die Schweiz entkommen. Im Oktober 1945, das wurde eben schon erwähnt, ernannte ihn die US-Militärregierung zum hessischen Innenminister und er wurde dann sogar aus der SPD ausgeschlossen, wegen seines Engagements für die Vereinigung mit der KPD. Weiß man ja auch nicht, ob das eine wirklich kluge Idee gewesen wäre, aber gut, und hat sozusagen seinen Höhepunkt seiner politischen Bedeutung sicherlich in dieser kurzen Zeit unmittelbar nach dem Krieg gehabt. Und sein jüngerer Bruder Jakob, um das vielleicht auch noch zu nennen, wurde in der Kriegsgefangenschaft, amerikanischen Kriegsgefangenschaft, von einem Fehmegericht seiner Kameraden als Verräter zum Tode verurteilt, weil er eben kein Nazi war. Zum Glück konnte dieses Todesurteil nicht in der Kriegsgefangenschaft vollstreckt werden, aber es zeigt eben, dass er auch da sich zu einer abweichenden Meinung bekannt hat. Und auch in der folgenden fünften Generation finden sich demokratisch engagierte Venedeis von Konstanz bis Berlin. Also einen habe ich hier nochmal genannt, das ist der Sozius von Gregor Gysi. Ob das nun allein schon zeigt, dass er politisch engagiert ist, kann man sicherlich darüber streiten, aber ist schon ganz skurril und zeigt eben diese lange Tradition. Aber vielleicht kann auch nachher Birgit dazu noch mehr Details erzählen, wenn sie das interessiert. Nach dieser Skizze zur demokratischen Familientradition, bei der im Kalten Krieg die Offenheit nach links zu nicht immer lupenreinen Demokraten bemerkenswert ist, fokussiere ich nun das tolle Jahr 1848-49 und eben den Historiker, Journalisten und Paulskirchenabgeordneten Jakob Venedey sowie, einschränkend gesagt, etwas weniger ausgeprägt seine Frau Henriette Obermüller-Venedey. Sie war eine Frauenrechtlerin, Publizistin, Unternehmerin. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der gar nicht genug gewürdigt werden kann, dass sie eben mit ihrem, eben als Unternehmerin mit ihrem Gast- und Rasthaus Venedey im Dorf Oberweiler nahe Badenweiler einen bisher kaum gewürdigten Beitrag zur Demokratisierung des Reisens geleistet hat. Ich denke, das ist ein Aspekt, den wir jetzt erst in letzter Zeit, wo auch Tourismusgeschichte ein bisschen genauer angeguckt wird, überhaupt verstehen, wie wichtig das auch war, dass gerade auch für die Opposition, gerade Demokraten, reisten viel, um sich überregional auszutauschen. Sie konnten sich ja nicht unbedingt in der Zeit auch der Reaktion und Repression öffentlich versammeln. Das heißt, Reisen waren auch immer dazu angetan, sich mit Gesinnungsgenossen an unauffälligen Orten zu treffen. Und da war es natürlich wichtig, dass es auch Unterkünfte gab, in denen man sicher sein konnte, dass da nicht irgendwelche Spitzel am Tisch sitzen und die Unterhaltungen mithören. Und ich glaube, dass das eine Bedeutung von solchen Orten wie dem Gast- und Rasthaus Venedey gewesen ist, den wir bisher noch gar nicht genügend verstanden haben. Die Familie Obermüller kam aus Karlsruhe und hatte ebenfalls eine rebellische Tradition, was zumindest teilweise erklärt, warum Henriette Konventionen in Frage stellte und sich für Demokratie und Demokraten, also auch ihre beiden Ehemänner waren ausgewiesene Demokraten, warum sie sich dafür besonders begeisterte. Den ungewöhnlichen Familienhintergrund der Obermüllers illustriert die Tatsache, dass gleich drei ihrer Cousins 1833 am Frankfurter Wachensturm beteiligt waren, einem gescheiterten Versuch von etwa 100 Aktivisten, darunter viele demokratische Burschenschafter, durch die Erstürmung der Frankfurter Haupt- und Konstablerwache eine Revolution in Deutschland auszulösen. War ein ziemlich disparater Versuch, aber gehört irgendwie auch in die demokratische Tradition, wenn auch vielleicht nicht in die parlamentarisch-demokratische, sondern es ist eher sozusagen ein Versuch eines demokratischen Putsches in dieser Zeit gewesen. Frankfurt eben als damals Hauptsitz des Deutschen Bundes, deswegen halt ein Ort, wo man solche symbolischen Aktionen durchgeführt hat. 1837 heiratete Henriette Obermüller einen weiteren Cousin und folgte ihm nach Le Havre, wo er eine Auswanderungsagentur betrieb für alle, die am deutschen Elend verzweifelten. Denn die durch die Revolutionen von 1830 und das Hambacher Fest ausgelöste Aufbruchsstimmung war schnell vom System Metternich abgewürgt worden. In Le Havre lernte Obermüller 1838 ihren zweiten Mann Jakob Venedey kennen, den sie aber erst 1854, also viel später und nach dem Tod ihres ersten Mannes, geheiratet hat. Venedeys, also Jakob Venedeys Biografie ist in vieler Hinsicht
exemplarisch für den demokratischen Nationalismus, der sich nach den Impulsen aus Frankreich und dem von Jakobs Vater mitgestalteten Republikanismus in Turnvereinen und in Burschenschaften erstmals organisierte. Also das sind die ersten organisierten, also die ersten Organisationen des deutschen Nationalismus sind die Turnvereine und die Burschenschaften. Insofern haben sie eine sehr große Bedeutung in der deutschen demokratisch und auch nationalistischen Tradition. Bereits als Schüler im restaurativen Klima nach den Karlsbader Beschlüssen von 1819 eckte Benedey an. Er sympathisierte mit der Turnbewegung oder Turnerbewegung, musste die Schule verlassen und bis zum Abitur Privatunterricht nehmen. Als Jurastudent in Bonn und Heidelberg engagierte er sich in der Burschenschaft, die ihn 1827 zum Burschentag delegierte, wo er erstmals ein bundesweites Treffen der Opposition erlebte. Der zentrale Begriff und Wert des demokratischen Nationalismus und im Denken Benedeys war Volk in einer doppelten politischen Bedeutung. Einerseits ethnisch als Sprach-, Kultur- und Abstammungsgemeinschaft mit einem spezifischen Volksgeist und Volkstum. Andererseits war Volk eben auch politisch der Souverän in einer künftigen demokratischen Gesellschaftsordnung. Aus dieser doppelten politisch und emotionalen Aufladung resultierte die Attraktivität des demokratischen Nationalismus, der eben das Versprechen gab, dazuzugehören und mitbestimmen zu können. Aber auch, es liegt natürlich als Problematik darin, auch eine Überhöhung des eigenen und des authentischen, also des eben volkstümlichen, die mit einer Abwertung alles Fremden einherging oder sagen wir mal nicht immer einherging, aber in der eben die Abwertung des Fremden als weniger wertvoll auch angelegt ist. Benedeys politisches Engagement führte den promovierten Rechtsgelehrten und Journalisten in weitere radikale Organisationen. 1832 engagierte er sich im Press- und Vaterlandsverein, einer demokratisch-nationalistischen Partei, die die größte Massendemonstration des Vormärz, das Hambacher Fest, im Mai 1832 mit 30.000 Teilnehmerinnen, also das in dem Fall auch wirklich Teilnehmerinnen und Teilnehmer, organisiert hat. Die Quittung für diesen überwältigenden Erfolg war die Verfolgung der Aktivisten. Benedey wurde im August 1832 verhaftet und musste nach Frankreich emigrieren. Dort lebte er unter zahllosen deutschen Flüchtlingen und Migranten, schrieb für deutsche Zeitungen und engagierte sich weiter in demokratischen Vereinen. Der bedeutendste war der von ihm 1834 mitgegründete Sozialistische Bund der Geächteten, den er aber bald wieder verließ. Hier zeigt sich ein weiteres Merkmal der frühen demokratischen Politik, nämlich die Instabilität ihrer Organisationen, die vorwiegend ihrer permanenten Verfolgung und dem deshalb sehr unsteten Leben der Aktivisten geschuldet ist, aber auch mit dem Eigensinn dieser Aktivisten zusammenhängt, denen Kompromisse schwerfielen. Und auch da in der Hinsicht, glaube ich, ist Benedey durchaus ein typischer Vertreter, eben einen sehr, sehr starken Eigensinn zu haben und sehr stark auch zu glauben, dass das, was man selber für richtig hält, das einzig Wahre sozusagen ist. Wie viele politische Emigranten kehrte Benedey nach den ersten Anzeichen der Revolution im März 1848 nach Deutschland zurück. Die Bürger des kleinen Landgrafentums Hessen-Homburg wählten ihn in die deutsche Nationalversammlung, wo er gleichwohl nur als Benedey aus Köln im Protokoll steht. Da übrigens noch eine kleine biografische Notiz: in Hessen-Homburg habe ich Abitur gemacht und auch da sozusagen gibt es sozusagen einen biografischen Bezug, wobei mir das damals nicht bewusst war, dass dieser Abgeordnete 48 eben dieser Benedey ist, der mir dann noch später vielleicht öfter begegnen sollte. Aber trotzdem ganz skurril, dass dieser kleine und kurz danach auch untergegangene deutsche Landgrafentum, dass das eben der Wahlkreis war. Aber er steht eben in den Protokollen ungerechterweise immer nur als Benedey aus Köln. Und er war sicherlich einer der aktivsten Abgeordneten in der Paulskirche und erlangte auch dank der breiten medialen Wahrnehmung der Debatten, die wurden ja am Anfang wirklich in hohen Auflagen gedruckt, die Parlamentsprotokolle, das kann man sich heute kaum vorstellen, und auch gelesen. Also dank dieser medialen Wahrnehmung hat Benedey sicherlich in dieser Zeit seine größte Wirksamkeit erlangt. Die Zeit hier reicht jetzt nur für wenige Zitate, die Benedeys Vorstellungen vom Volk, von Demokratie und von dem künftigen Deutschen Reich illustrieren mögen. Das Volk waren für Benedey nicht die Massen auf der Straße, sondern eher die politisch interessierten Bürger, die die Nationalversammlung gewählt und ihr eben durch diesen Wahlakt die Volkssouveränität verliehen hatten. Also nicht die Massen auf der Straße, sondern die Nationalversammlung war der Ausdruck der Volkssouveränität.
In einer Grundsatzrede in der Debatte über die Schaffung einer provisorischen revolutionären Exekutive, der sogenannten provisorischen Zentralgewalt, stellte Venedey Émeute, also der französische Begriff für Aufruhr und Barrikade, dem Volksgeist entgegen, den die Paulskirche repräsentiere. Zitat, können Sie dann auch hier mitlesen. Sie werden in allen Revolutionen zwei Elemente tätig finden, also wirksam finden. Geist und Faust, Wort und Émeute, Gedanke und Barrikade. Die Barrikade kommt, wenn man unverständlich genug war, den Geist zu leugnen. Wenn aber die Barrikade gesiegt hat, tritt das Missverhältnis ein, dass die Barrikade, die Faust, die Flinte, die Sense sich einbildet, sie allein hätten Recht. Und allemal und überall, wo dies geschieht, liegt hierin ein großes Nationalunglück. In Berlin und in Wien, also in den großen Städten, Zentren der Revolution, seien die Revolutionen, Zitat, in die Hände der Barrikade, der Émeute, gefallen. Hier in der Paulskirche liegt sie dagegen in den Händen der ganzen Nation. Es sind 45 Millionen, die uns hierher geschickt haben, also weit mehr als die, die in Berlin und Wien auf der Straße waren. Es sind 45 Millionen, die uns hierher geschickt haben. Hier müssen wir den Geist der Revolution durcharbeiten, wenn die Revolution nicht immer wieder mit der Faust der Émeute dreinschlagen soll. Diese Sichtweise auf die Aufgabe der Paulskirche bürdet ihr natürlich eine ungeheure Verantwortung auf, der Venedey mit großer Ernsthaftigkeit gerecht zu werden versuchte. Denn es sei, noch ein Zitat, die Zeit gekommen, wo der Volksgeist als solcher die Selbstherrschaft der Nation durchgerungen sein will, also durchgesetzt, durch Ringen durchgesetzt sein will. Immerhin war sich Venedey sicher, dass der Gegensatz zwischen deutschem und französischem Wesen sicherstellen würde, dass ein Schrecken wie der der französischen Revolution in Deutschland nicht möglich sei. Da ist natürlich an die Terreur der Jahre 1792-93 gedacht. Aus dieser doppelten Annahme von der Verantwortung der Nationalversammlung und dass eben ein Terreur dem deutschen Wesen fremd sei, sprach er sich für eine mächtige und uns, also der Nationalversammlung, verantwortliche Diktatur als provisorische Exekutive aus. Venedey verwies auf Amerika als Vorbild, wo, Zitat, der Präsident nichts anderes als ein zeitlicher, dem Volke verantwortlicher Diktator sei. Ähnlich wie sein Zeitgenosse Karl Marx mit seiner Diktatur des Proletariats orientierte sich diese Vorstellung von Venedey einer demokratisch legitimierten Diktatur auf Zeit am Diktator der Antike und sollte eine durchsetzungsfähige revolutionäre Exekutive schaffen. Also in diesem Sinne war Demokratie und Diktatur kein Widerspruch, sondern sollte eine Diktatur auf Zeit, also ein starkes Mandat sein, was eben in diesen schwierigen Zeiten dann eben die Verfassung, die demokratische Verfassung durchsetzen sollte. Venedeys Demokratieverständnis zeigte sich an vielen Stellen in seinen Paulskirchenreden, etwa wenn er sich gegen jede Einschränkung des aktiven und passiven Wahlrechts aussprach. Vom Frauenwahlrecht war nicht die Rede, das müsste man, weiß nicht, ob du das weißt, aber ich nehme an, dass er auch selbst Venedey daran noch nicht gedacht hat, wahrscheinlich in späteren Jahren, dank seiner Ehefrau dann vielleicht schon, aber das war eigentlich in der 48er Revolution noch im Allgemeinen kein Thema, wenn man mal von einzelnen Aktivistinnen wie Luise Otto Peters absieht, aber selbst die Demokraten in der Paulskirche kann ich mich also an keine Stelle erinnern, wo sie ausdrücklich das Frauenwahlrecht geführt hätten. Aber immerhin, Venedey ist gegen jede Einschränkung des aktiven, passiven Wahlrechts, etwa auf Leute, die unselbstständig sind. Also das war die häufigste von vielen Liberalen geforderte Einschränkung des Wahlrechts. Oder eben, wenn Venedey nach dem Beschluss der Grundrechte des deutschen Volkes forderte, diese Grundrechte 100.000 Mal drucken zu lassen und überall zu verteilen, was die Reichsregierung aber abgelehnt hat. Venedeys ethnisches Verständnis von Volk und Nation führte nicht nur zu einer Ablehnung der kleindeutschen Lösung, auf die sich die Nationalversammlung ja bekanntlich am Ende verständigt hat. Venedey blieb Großdeutscher. Er gehörte zu der kleinen Minderheit, die aus diesem Verständnis heraus auch die polnische Nationalstaatsgründung unterstützte und verlangte, dass Preußen polnische Gebiete abtrat. Auch viele Demokraten folgten in der berüchtigten Polendebatte im Sommer 1848 den Argumenten vom gesunden Volksegoismus, während Venedey, Robert Blum, Arnold Ruge, Ludwig Simon und einige wenige andere für Fairness und Weitsicht plädierten und eben
dieses ethnische Verständnis von Volk und Nation ernst nahmen und sagen, okay, wer Polnisch redet, der kann auch nicht dazugehören, der hat das eigene Recht auf eine Nationalstaatsgründung. Die durch die Revolution erweckten Erwartungen und der Widerstand aller Großmächte gegen die ersehnte großdeutsch-demokratische Reichsgründung radikalisierten den Nationalismus. Spätestens als im Herbst 1848 die europäischen Mächte im Vertrag von Malmö die provisorische Reichsregierung übergingen und den schleswig-holsteinischen Aufstand gegen Dänemark beenden wollten, da waren sich fast alle deutschen Nationalisten einig, dass die Einheit nur durch einen oder mehrere Kriege zu erreichen seien. In der Debatte über diesen Vertrag, den Vertrag von Malmö, redete sich Venedey in Rage. Und hier auch noch wieder ein Zitat: dass wir ein neues Reich schaffen müssen, dass wir es auf die Gefahr schaffen müssen, mit der ganzen Welt in Krieg zu kommen, um ein einiges Deutschland zu werden. Seine Wut richtete sich gegen die preußische Regierung, die die Deutschen in Schleswig-Holstein im Stich lasse, und wandte sich direkt an die Armee. Zitat: ich bin überzeugt, dass die Söhne der Männer, welche bei Fehrbellin, Rossbach und Katzbach ihr deutsches Blut vergossen haben, auch hier für Deutschland einstehen werden, wenn wir auch einen Krieg mit Dänemark, ja mit ganz Europa führen sollten. Ich bin der Überzeugung, dass man uns nur umso mehr achten wird, wenn man weiß, dass wir sagen, wir wollen kämpfen, sobald es sich darum handelt, die Ehre Deutschlands zu retten. Für diese Aussagen oder für diese Äußerung bekam er, wie im Protokoll steht, ein vielstimmiges Bravo vom Zentrum und von der Linken. Und in Klammern gesagt, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen sehen wir das ja vielleicht ein bisschen anders, als wir es vielleicht vor ein oder zwei Jahren gesehen hätten, dass dieser Kampf, auch die Bereitschaft, eventuell einen Krieg zu führen oder militärisch vorzugehen zur Verteidigung der Freiheit, dass das eben vielleicht doch auch so unangenehm einem die Folgen sind, zumindest eine Alternative ist, die man sich unter realpolitischen Aspekten ernsthaft überlegen muss. Aber jetzt zurück zu 1848. Der demokratische Nationalismus, als dessen Repräsentanten ich eben Venedey sehe, war keineswegs pazifistisch und er war auch durchaus imperialistisch. Also das Reich, was er sich vorstellte und die anderen demokratischen Nationalisten auch, sollte durchaus auch Kolonien haben. Es sollte also eine Weltmacht werden. Und bereits im Juni 1848 schuf ja auch die Paulskirche eine Reichsflotte. Kommt einem ein bisschen lächerlich vor im Nachhinein, aber das war eben wichtig, weil man die Aufständischen in Schleswig-Holstein unterstützen und andererseits auch deutsche Handelsschiffe schützen wollte. Auch hier war Venedey sehr engagiert, einerseits im Sinne seines Engagements sowieso, was sehr stark auch diese schleswig-holsteinische Frage im Blick hatte. Nach der gewaltsamen Auflösung dann der Paulskirche und des Rumpfparlaments, was ja am Schluss hier ganz in der Nähe in Stuttgart getagt hat, also nach der gewaltsamen Auflösung dieses Revolutionsparlamentes, ging Venedey dann im Juni 1849 auch nach Schleswig-Holstein, wo der Unabhängigkeitskrieg gegen Dänemark weiter andauerte. Durch Artikel in den wenigen weiter erscheinenden demokratischen Zeitschriften versuchte er, den Aufstand zu unterstützen. Er warf den gemäßigten Liberalen an der Spitze der schleswig-holsteinischen Unabhängigkeitsbewegung, wie den berühmten Historikern Dahlmann, Weiz, Beseler und Franke, die bereits in der Paulskirche als kleindeutsche Liberale seine Gegner gewesen war, also ihnen warf er vor, dass sie die Schleswig-Holstein-Frage nicht, Zitat, aus dem Gesichtspunkt der Nationalität betrachteten, sondern dass sie eben viel zu sehr machtpolitisch und im Sinne Preußens dachten. In diesem Zusammenhang kritisierte er, dass sie Grenzen der historisch gewachsenen Territorien nicht antasten wollten. Dies, also das Festhalten an historisch gewachsenen Grenzen, etwa eben die alten Grenzen Schleswigs und Holsteins, in diesem Fall erzeuge neue Ungerechtigkeiten, da in einem deutschen Schleswig-Holstein die Dänen ebenso eine Minderheit wären wie die Deutschen unter dänischer Herrschaft. Venedey plädierte konsequenterweise für ethnisch-sprachliche Grenzen, übrigens die Grenzen, die wir heute auch haben zwischen Dänemark und Deutschland, das ist ja genau die Sprachgrenze oder mehr oder minder diese Sprachgrenze. Damals aber, wissen Sie ja, 1864 wurde eben Nordschleswig an das Deutsche Reich annektiert, obwohl dort eigentlich nur Dänen leben. Und Venedey war da eben schon einen Schritt weiter, akzeptierte als Konsequenz einer solchen rationalen Grenzziehung durchaus den Verlust Nordschleswigs, ebenso wie er in der Paulskirche für die Abtretung der von Polen bewohnten Teile der Provinz Posen plädiert hatte. Seine Suche nach einer demokratisch fundierten Grenzziehung verband sich in durchaus zeittypischer Weise mit einer mystischen Aufladung des Volks- und Nationsbegriffs. Die norddeutschen Volksstämme
würden zu dem Edelsten, was deutsche Art je schuf, gehören. Sie hätten in beispiellosen Schlachten die Bluttaufe ihres Deutschtums erneuert. Das Deutschtum dieser kerngesunden Menschen charakterisierte er so: bei hoher Bildung, patriarchalischer Einfalt, bei schlichter Milde, eiserner Ausdauer, bei Schlangenklugheit, tauben Unschuld. Der demokratische Nationalismus operierte immer wieder mit der auf Herder und Friedrich Ludwig Jahn zurückgehenden Vorstellung von unterschiedlichen Volkscharakteren. Mit seiner ethnischen Definition der Nation war Venedey Teil einer breiten Mehrheit unter den damaligen Demokraten. In anderen Fragen führten seine politischen Positionen aber zum Streit. So Ende Januar 1850 war Venedey sich für die Teilnahme an den auf den 31. Januar 1850 angesetzten Wahlen zum Erfurter Unionsparlament aussprach. Die preußischen Demokraten hatten beschlossen, diese Wahlen zu boykottieren, um gegen das neu eingeführte undemokratische Dreiklassenwahlrecht zu protestieren. Obwohl auch Venedey das Dreiklassenwahlrecht selbstverständlich scharf kritisiert hat, plädierte er für Widerstand innerhalb der Institutionen, auch wenn unter dem neuen Wahlrecht und wegen der Repression keine starke demokratische Opposition in den Landtagen zu erwarten war. Aber er forderte eben mit kämpferischer Rhetorik erneut, er forderte einen langen Atem. Zitat: für uns, für die deutsche Demokratie und ihre Zukunft, für das ganze deutsche Volk, wird es eine Quelle männlichen Selbstbewusstseins und ruhigen Vertrauens in die eigene Kraft sein, gekämpft zu haben bis zum letzten Stand, der uns geboten war, für die Einheit und Freiheit des Vaterlandes. Also auch in so einem Parlament zu versuchen, die Minderheitsmeinung zu vertreten. Ganz ähnliche Konflikte gab es hier in Württemberg auch in derselben Zeit, als auch eben das Wahlrecht geändert wurde und ein Teil der Demokraten für Boykott war und ein anderer Teil gesagt hat, nein, wir müssen da hingehen, wir müssen weiter versuchen, auch die Möglichkeiten des Abgeordnetenstatus, eben Immunität, die Öffentlichkeit, die dadurch gegeben war, zu nutzen, auch wenn die Bedingungen widrig sind. Die Führung der preußischen Demokraten, die damals in der Reaktionsära clandestin arbeitete, schloss Venedey daraufhin aus der Partei aus und wies den Redakteur des Parteiorgans Deutsche Monatsschrift Adolf Kolacek an, keine Artikel von Venedey mehr abzudrucken. Die Kritik richtete sich nicht inhaltlich gegen Venedeys Artikel, sondern allein dagegen, dass er für die Nutzung der Bühne eines nach dem Dreiklassenwahlrechts bestimmten Parlaments plädiert hatte. Dies zeigt die durchaus sektiererischen Tendenzen unter dem Druck der Verfolgung. Jedes Abweichen vom fundamental oppositionellen Kurs führte zu Ausschluss. Venedey fühlte sich hingegen natürlich als moralischer Sieger über so viel Kleingeisterei und antwortete großzügig: dumm, 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 summt es mir sehr oft in den Ohren, selten aber lauter als in diesem Augenblick. In dieser Zeit, also als sein politischer Einfluss geringer war, begegnete er, vermittelt durch Adam von Itzstein, den berühmten sozusagen Gastgeber vieler demokratischer Treffen in der Pfalz. Also durch ihn vermittelt begegnete er Henriette Obermüller wieder, die er ja bekanntermaßen oder wie schon erwähnt bereits im Exil in Le Havre kennengelernt hatte. Sie war mit ihrem Mann eben 1845 aus dem Exil in Le Havre nach Baden zurückgekehrt. Das Ehepaar hatte in Durlach einen Weinhandel aufgemacht und von 1847 an warb Henriette Obermüller bei zahlreichen öffentlichen Auftritten in Baden für eine demokratische Republik. Und es gibt dieses schöne Zitat von ihr: die republikanische Staatsform erscheine ihr als die einzig menschenwürdige. Henriette Obermüller gehörte also zu den frühen Vorkämpferinnen der Frauenemanzipation und auch zu den exponiertesten 48erinnen. Im Frühsommer 1849 unterstützte sie die Kämpfer der Reichsverfassungskampagne. Nach der Niederlage floh sie mit ihrem Mann erneut nach Frankreich. Im November 1849 kehrten sie dann aber nach Baden zurück und stellten sich den Behörden. Beide wurden als Hochverräter inhaftiert. Aber während ihr Mann 2 Jahre Haft im Zuchthaus Bruchsal absitzen musste und Anfang 1853 mit 40 Jahren an Lungentuberkulose gestorben ist, wohl infolge der Haftbedingungen in Bruchsal, stand sie zum Glück nur unter Hausarrest. Nach dem Tod ihres ersten Mannes, Obermüller, heiratete sie dann im Juni 1854 Jakob Venedey und folgte ihm nach Zürich, wo er sich als Historiker habilitierte, aber wegen seiner politischen Haltung, die sich auch in seinen historischen Schriften äußerte, keine Professur bekam. Denn Venedey gehörte zu einer, und auch das ist an ihm sehr bemerkenswert, also gerade auch für Historiker bemerkenswert, er gehörte zu einer Gruppe demokratischer Historiker, die nach 1849, also auch gerade wegen der politischen Niederlage, versuchten, Volksgeschichte und damit einen heute vergessenen Vorläufer der modernen Sozial- und Alltagsgeschichte zu etablieren.
Seine wichtigsten Mitstreiter auf diesem Feld waren Georg Friedrich Kolb, Karl Hagen und Karl Mayer. Auch Karl Mayer hier aus Esslingen, also auch in Württemberg, ein vielleicht noch heute bekannter. Ihr Vorbild war der berühmte Wilhelm Zimmermann, der sogenannte Bauernkriegszimmermann, dessen 1841 bis 1843 erschienene Geschichte des Bauernkriegs 1856 in einer überarbeiteten Auflage erschienen war und bis heute als Standardwerk gilt und eben als ein erster Höhepunkt dieser sogenannten demokratischen oder dieser demokratischen Volksgeschichte, ohne sogenannte. Der Jurist Heinrich Simon, ein Freund Venedeis, diskutierte mit ihm die Konzeption seiner vierbändigen Geschichte des deutschen Volkes, die 1853 bis 1862 erschienen ist, und wies ihn auf Macaulays History of England hin, lobte insbesondere die innere Geschichte, wie ich sagen möchte, die Schilderung des Lebens des Volkes während einer gewissen Periode, also die wahre, eigentliche Geschichte des Volkes. Weiter Simon, lange ehe ich Macaulay gelesen, war es mir ein Lieblingsgedanke, in dieser Weise eine Geschichte des deutschen Volkes zu geben, etwa von 100 zu 100 Jahren ein Gemälde. Im Gegensatz zum vorherrschenden Historismus interessierten sich Venedey und seine Mitstreiter nicht nur für die Geschichte großer Männer und Staaten, sondern auch eben für die Gesellschaft, für das Volk, für das Alltägliche, für das Durchschnittliche. Diese Historiker harren noch der Wiederentdeckung und leider auch in der Zeit damals verkaufte sich Venedeys Magnum Opus schlecht und sein Verleger Franz Duncker, ein linksliberaler Gesinnungsgenosse, versuchte auch noch das Honorar auf die Hälfte zu drücken. So war Venedey froh, dass seine Frau ein kleines Vermögen geerbt hatte, von dem sie 1858 nach der Rückkehr aus Zürich eine Pension in Oberweiler in der Nähe von Badenweiler im Schwarzwald einrichtete, eben das schon erwähnte Gast- und Rasthaus Venedey. Dies war ein bisher kaum gewürdigter Beitrag zur Demokratisierung des Reisens. Wie schon gesagt, Demokraten reisten viel, um sich auszutauschen und zu koordinieren, und sie waren eben oft um günstige Unterkünfte verlegen, in denen sie ungestört diskutieren oder einfach auch sich entspannen konnten. Auf die Einkünfte aus diesem Gasthaus war die Familie unbedingt angewiesen, bis Venedey dann 1869 endlich, aber eben auch schon im fortgeschrittenen Alter von Mitte 50, als Korrespondent der Wiener Neuen Freien Presse und auch erst 2 Jahre vor seinem Tod zum ersten Mal ein regelmäßiges Gehalt bezog. Also hier kann man noch mal sehen, welchen Preis das demokratische Engagement für diese Leute gekostet hat. Henriette Venedey engagierte sich während dieser Zeit in der internationalen Frauenbewegung und arbeitete mit am Genfer Journal des Femmes. Venedey, dem sein Parlamentsgenosse aus der Paulskirche, August Rheinstein, einen altburschenschaftlichen, franzosenfresserischen Nationaldünkel attestierte, befürwortete immer wieder einen Volkskrieg, der allein die deutsche Einheit bringen könne. Und zwar nicht nur, um den französischen Widerstand zu brechen, sondern auch, um die deutschen Stammesunterschiede zu überwinden. 1859 rief er zu einem neuen antinapoleonischen Krieg auf. Neutralität spiele nur den Feinden der Einheit Frankreich und Russland in die Hände. Und jetzt wieder ein Zitat. Kämpft, blutet, siegt für das einige Deutschland. Und ihr werdet das einige deutsche Parlament von den Schlachtfeldern heimbringen. Nur nach einem Nationalkrieg könne ein künftiges deutsches Parlament den Partikularismus überwinden. Wenn erst das Blut aller deutschen Stämme im bewussten Kampfe für die Einheit, für das eine Deutschland auf den Schlachtfeldern des kommenden Krieges zusammengeflossen, gemeinsam die deutsche Erde getränkt, gemeinsam das deutsche Banner geweiht hat, dann könnt ihr ruhig ein zweites Parlament berufen, sicher, dass der Schwabe und Preuße, der Sachse und Bayer, der Österreicher und Holsteiner das im Blut und Schlachtenfeuer gestellte Bewusstsein haben werden, Brüder eines und desselben Volkes zu sein. Das war also auch ein Versuch, sozusagen aus dem Scheitern der 48er-Revolution eine Konsequenz zu ziehen. Der demokratisch-föderalistische großdeutsche Nationalismus, für den Jakob Venedey sich zeitlebens engagierte, scheiterte in den 1860er Jahren in mehreren Etappen an den politischen Realitäten. Erst misslang die Befreiung Schleswig-Holsteins, für die die deutsche Nationalbewegung 1863-64 tausende Freiwillige aus den Turnvereinen mobilisiert und viel Geld gesammelt hatte. Diese Freiwilligen sollten, wie einige Jahre zuvor Garibaldi mit freiwilligen Milizen in Süditalien die Bourbonenherrschaft besiegt hatte, eben auch nun die Dänen vertreiben. Preußen und Österreich wollten eine solche revolutionäre Aktion unbedingt verhindern und eroberten Schleswig-Holstein kurzerhand mit ihren Armeen und ohne jede Beteiligung der Freiwilligen. 1866 scheiterte dann im Preußisch-Deutschen Krieg die großdeutsche Idee, die allerdings in Österreich auch nie populär gewesen ist. Schlimmer noch, Preußen verdoppelte durch innerdeutsche Annexionen sein politisches und ökonomisches Gewicht. Von da an war nur noch eine großpreußische Reichsgründung realistisch, und zwar unter Führung
der freiheits- und demokratiefeindlichen aristokratisch-militärischen Elite und mit dem allen Demokraten verhassten Junker Bismarck als unangefochtenem Dominator. Denn durch das Nachgeben der Nationalliberalen im Verfassungskonflikt war die Demokratisierung und Parlamentarisierung Preußens gescheitert. 1871 gelang dann zwar die Nationalstaatsgründung, aber sie hatte mit dem 1849 in der Paulskirche begründeten Kleindeutschen Reich außer dem demokratischen Wahlrecht nur wenig gemein. Das Deutsche Reich entstand als Fürstenbund im Spiegelsaal von Versailles, fern von Deutschland, mit einem ohnmächtigen Parlament. Henriette Wennedey überlebte, also Jakob Wennedey stirbt dann ja auch kurz nach der, oder sozusagen parallel fast zur Reichsgründung, und also hat diesen Triumph noch erlebt, aber sicherlich auch nur mit halbem Herzen begrüßen können. Henriette hingegen überlebte ihren Mann um mehr als 20 Jahre. Sie gab ihr öffentliches Engagement für die Association Internationale des Femmes und für die Versöhnung mit Frankreich auf und widmete sich dann ihrem Gasthaus und der Familie. Die zu Lebzeiten unerfüllten Hoffnungen dieses ungewöhnlichen, kämpferischen Demokratenpaares bündelt ein Satz, den Jakob Wennedey bereits 1848 in der Paulskirche formuliert hat: Die Zeit ist gekommen, wo der Volksgeist als solcher die Selbstherrschaft der Nation durchgerungen sein will. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Fragen bzw. Kommentare. Applaus